Herzlich willkommen zurück zu The Partless. Wir sind jetzt im großen Finale. Wenn ihr das vorherige Video gesehen habt, dann wisst ihr, dass wir schon mal quasi die erste Runde gegen den Gottesmörder betreten haben. So, jetzt geht es darum, das letzte, was passiert ist, dass wir alle drei Türme von den Adler aktiviert haben, was ja auch in der ersten Folge so war. Und jetzt versuchen wir, unser Freund vom Fluch zu befreien. Aber der ist halt längst nicht so einfach wie am Anfang oder bei den anderen Monstern. Als er anfing, warst du neu. Du warst jung, du wusstest nicht, wohin du dich wenden solltest. Jetzt müssen wir ein bisschen weiterlaufen, ein bisschen Kamera drehen. Und da vorne ist schon der nächste. Du musstest Prüfungen bestehen. Du hast es erduldet. Oh ja. Da sind die vier Boss-Monster. Gemeinsam wurdet ihr stärker. Gegen die wir gekämpft haben. Dann laufen wir mal weiter. Man muss hier so ein bisschen gucken, wo man hinläuft. Ich finde, diesen Teil haben sie auch richtig gut gemacht, die Entwickler. Ja, der blaue Strahl ist doch weiter entfernt als gedacht. Man muss schon ein bisschen laufen. Du wurdest gedemütigt. Deine Entschlossenheit wurde mit aller Macht niedergerungen. Und dennoch bist du vorgestürmt. Was? Wo ist er? Wo ist unser Freund? Da hinten. Wir müssen jetzt da ganz schnell hinlaufen. Keine Sorge, ja, ihr werdet keinen Zeitdruck haben. Aber er ist unser Freund, wir müssen ihm helfen. Schaut mal, das ist der Tempel aus der ersten Folge mit dem Adler. Und da vorne ist auch das Nest. Ich komme, kleiner Freund. Jetzt bist du hier. Du hast deinen Weg gefunden. Hey, mein kleiner Freund. Jo. Ich bin bei dir. Ja. Freundschaft wird ewig. Auch belohnt. Komm, meine Geisterfreunde. Hilf mir gemeinsam gegen Gottesmörder zu bestehen. Da haben wir auch noch die Kraft von allen vier Geistern.
hast den Fluch des Adlers in dich aufgenommen. Keine Sterbliche kann da dem standhalten. Tja, nun bin ich halt nicht normal. Kleiner. Vor allem der Adler hat jetzt auch neue Kraft. Du kannst den Fluch nicht überleben. Dieser Kampf ist sinnlos. Sag niemals nie, sag ich nur, ne? Zerstört. Du kämpfst immer noch nur gut. Dann leid. Genau, dein Auge wird leiden. Scheiß Monster. Ende bereiten. Nee, ich dir. Besiegt. Kivato. Gottesmörder. Es kann nicht nur einen einzigen Weg zur Wahrheit geben. Aber die Leute. Wenn es keinen eindeutigen Weg gibt, den man folgen kann, wenn sie niemals Erlösung finden. Den Weg eines anderen zur Erlösung zu fahren, bedeutet, ihn nie wirklich zu erfassen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Auch gönnt euch mal den Blick des Adlers. Die Wahrheit ist ein unwegsames Land. Ja, sie hat den ganzen Fluch jetzt in sich. Und den Adler. Ach ja, schaut mal, Leute. Selbst der Himmel ist jetzt frei von Dunkelheit. Sieht schon geil aus, ne? Oh, ist das schön. Ein sehr schöner Anblick. Wow.
Geh, beginne diese Welt von neuem. Verbreite das Licht. So wie es deine Mutter auch gewollt hätte. Ja. The Partless. Ja, das war das Spiel. Ah, schade. Wir sind gerade erst bei 10,5 Minuten. Ich dachte, es würde doch ein bisschen länger gehen. Ach ja. Ich mag die Story wirklich sehr und ich hoffe, euch hat es auch halbwegs gut gefallen. Ich entschuldige mich hin und wieder, dass ich gehustet habe. So, weil... Ja, Max... Es ist halt schon störend bei einem Let's Play. Dafür entschuldige ich mich aufrichtig. Ich hoffe euch dennoch, dass euch hat es gefallen. Ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Weil die Story ist wirklich schön, gerade auch das Ende. Ihr habt es ja gesehen. Ach ja. Ach. Jerry und Jenny Finney. Kelsey Wright. Roy und Jenin Fielding. So. Wenn ihr das Let's Play wirklich bis Ende zugeguckt habt, so, dann könnt ihr mir ja gerne unter den Kommentaren gerne schreiben, wie es euch gefallen hat, ob ihr auch Kritik habt. Das könnt ihr ja alles gern äußern. Nur achtet bitte darauf, weil ich sage so, wie es ist. Es gibt halt jede Menge Deppen im Internet. Und achtet bitte darauf, was ihr halt schreibt. Eine konstruktive Kritik nehme ich gern an, aber beleidige Kommentare. So, das muss halt wirklich nicht sein. Ansonsten, ja. Ihr könnt, wenn ihr die Story durchgespielt habt, natürlich da auch weiterspielen. Was kann ich denn noch zu der Story sagen oder allgemein über das Spiel? Also ihr könnt natürlich weiterspielen. Ihr könnt die andere Rätsel lösen. Ihr könnt... das, was von dem Gottesmörder quasi im schwarzer Rauch umhüllt war, könnt ihr versuchen, irgendwie zu lösen. Und mal gucken, was es dann so quasi... Ach, Entschuldigung. Quasi, was es dann so als Belohnungen gibt. Weil ich selber habe es noch nie gemacht. Auch am überlegen, welches Let's Play ich als nächstes aufnehme. Ob es jetzt auch wegen Halloween so Thema Halloween sein wird, also irgendein Horrorspiel, oder ob es halt, oder Dragon Age Origin hätte ich noch im Angebot. Ich hätte dann noch Dings A Planet Tale. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, dann könnt ihr es selbstverständlich dann auch in den Kommentaren kommentieren. Weil es gibt ja sehr, sehr viele Story-Games. Unreal Engine, powered by V-Vice. Ah, Kian Squid. Komischerweise muss ich jetzt an Squidgirl denken.
Dann wollen wir mal gucken, was passiert, wenn wir auf Fortfahren drücken. Ob wir nochmal gegen den Gottesmörder antreten oder ob wir... Ich glaube schon, ne? Wir schauen mal. Wir gehen mal kurz ins Hauptmenü. Spiel laden. Hier. Aktuellster Stand. Gebirgstundra. Da haben wir auch alles. Schon auch den Adler. Seht ihr? Hier. Da haben wir alle. Ich weiß nicht, ob es jetzt so nach dem Kampf ist oder nicht. Ich glaube aber nicht. Nee. Hier ist das Symbol von dem letzten Boss. Und wie ihr seht, ist er immer noch da, ein dunkler Schatten. Naja, das ist schon irgendwie traurig, dass man keine Möglichkeit hat, selbst nach dem Kampf gegen den Gottesmörder anzutreten. Also weiter zu farmen und Rätsel zu lösen. Wäre halt schon geil gewesen. Naja. Okay, das Video ist schon sehr kurz. Wir sind jetzt bei 17 Minuten und ich denke, ich werde dann jetzt auch hier Schluss machen. So, wie gesagt. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Ich versuche jetzt halt auch so ein bisschen mein Bestes zu geben mit den Let's Plays. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt zu Story Games, was könnte ich besser machen und so, dann könnt ihr sehr gerne kommentieren. Also dann, ich wünsche euch dann nochmal ein wunderschönes Wochenende. Habt viel Spaß am Halloween und wir sehen uns dann zum nächsten Mal. Tschüss!